Hallo und willkommen bei Watchmaxes Geschichten. Es ist aber nicht meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte von Florian. Ich habe schon ein Format eingeführt, wo ich Geschichten von und mit Uhren erzähle oder erzählen lasse. Und heute kommt es zum zweiten Teil, weil der Flo von Flomp89, falls noch nicht abonniert, unbedingt machen, hat mir eine Geschichte mitgebracht und mit der Geschichte verbunden eine Uhr. Florian. Richtig. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und dir meine, beziehungsweise ich muss sagen unsere, weil meine Frau ein großer Bestandteil dieser Geschichte ist, erzählen darf. Es handelt sich, darf ich die Uhr schon nennen? Natürlich. Es handelt sich um die Tissot PRX in Quarz in der goldenen Variante und da tatsächlich in zweifacher Ausführung. Ich habe jetzt die große mit. Aber es gibt ja auch die mit, ich meine, den 35 mm, auch in der Quarz-Variante. Ist jetzt neu übrigens auch in Automatik rausgekommen. Um diese zwei Uhren geht es. Also Quarz, große Variante wie kleine Variante. Soll ich dir einfach mal erzählen, was es mit der Uhr auf sich hat? Ja, erzähl mir mal, was es mit der Uhr auf sich hat. Die Details können wir später machen, aber es geht ja eigentlich um die Geschichte genau. Und weniger um die Technik, Zahlen, Daten, Fakten. Genau, mir geht es jetzt auch konkret um die Geschichte. Wie bin ich zu dieser Uhr oder wie sind wir zu diesen Uhren gekommen? Mhm. Also, letztes Jahr im Juli haben meine Frau und ich standesamtlich geheiratet. Das war alles im sehr kleinen Kreise und die große Feier fand, das war im Juli, dann Ende August statt. Und das war geplant mit sehr vielen Menschen, also sehr viel ist relativ, wir waren um die 70 Personen. Also eine Menge an Leuten, aber trotzdem noch überschaubar. Zu dieser Feier haben wir uns überlegt, wir wollen das so aufziehen, dass wir verschiedene Freundeskreise mischen. Ich habe zum Teil in der Schweiz studiert, zum Teil in Deutschland. Dementsprechend waren es viele verschiedene Freundeskreise, die dort zusammengekommen sind. Und um das so ein bisschen aufzulockern, haben wir gesagt, wir feiern Freitag Abend, wer schon anreist. Das war ein Hotel angeschlossen, das fand alles in der Nähe von Marburg statt. Feiern wir so einen kleinen Barbecue-Abend. Wer möchte, kann kommen. Und wer erst Samstag anreist zur eigentlichen Feier, das ist auch okay. Das war der Rahmen, der praktisch gesteckt war. Unter anderem ein Freundeskreis, bekannt als das Uwos, weil wir uns damals immer im Keller des Vaters eines Freundes, der Uwe hieß, getroffen haben. Okay. War auch da, der umfasst einiges an Leuten, also mit den jeweiligen Partnern knapp 20 Personen. Und diesen Freundeskreis teilen sich mein einer Bruder, ich habe zwei Brüder, der mittlere und ich, wir teilen uns diesen Freundeskreis. Und um die geht es gleich noch. Die sind relevant für die Geschichte. Okay. Wir haben dann also diesen Grillabend freitags gehabt. Das war sehr schön. Die freie Trauung war dann mittags am Samstag. Danach gab es einen kleinen Empfang. Und bei diesem Empfang tauchte dann so ein Typ auf. Ich habe den noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer das war. Auf eurem Empfang? Ja, kam, random. Auf einmal war der da. Kam jemand zu eurer Hochzeit, richtig, den weder du noch deine Frau kannten? Richtig. Okay. Und dann kam mein Bruder, der, wie eben erwähnte, der war Trauzeuge. Und meinte, ja, ich muss dir den mal vorstellen. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ein sehr sympathischer Typ aus dem Hamburger Raum, der war Zauberer. Und jetzt nicht so, wie man sich es vorstellt mit, hihi, ich verstecke irgendwas und es kommt hinter deinem Ohr hervor, sondern der hatte wirklich Plan von dem, was er tut und war als Überraschung von meinem Bruder und diesem erwähnten Freundeskreis gebucht worden. Und dann dachte ich, ja, eigentlich eine coole Sache. Ja. Der ist dann da rumgelaufen, hat ein paar Tricks performt. Und dann hieß es, der macht auch nachher noch was. Also Close-Up-Magic von Tisch zu Tisch. Genau, für die Gäste, für uns und alles entspannt so zur Bespaßung der Leute und natürlich als Geschenk für uns. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich mag Shows, ich mag Zaubern, ich mag alles, was so ein bisschen damit zu tun hat. Ich war früher auch gerne in Las Vegas, auch mit dem besagten Bruder. Also das passte. Ja. Und meine Frau ebenso, die ist da auch großer Fan von. Durch mich geworden allerdings erst. Und dann ging es ans Abendessen, das praktisch den Abend, bevor es dann zur Party ging, abschließen sollte. Und da tauchte wieder dieser Kerl auf und meinte, er macht jetzt eine Show. Oh, und dann hat es aber sehr, sehr großzügig gemeint. Ja, fand ich super. Und diese Show fand dann auch statt. Ein Freund von mir, der an meinem Tisch saß, hat den Fehler gemacht. Er dachte, es wäre für die anwesenden Kinder, war es aber nicht. Es war für die Erwachsenen, der war dann weg, weil er irgendwie sein Kind ins Bett gebracht hat oder sonst irgendwas. Das heißt, der hat es leider verpasst, aber es war wirklich lustig, wirklich witzig. Eine Stunde ging das, mit wenig Equipment, relativ viel Effekt erzeugt. Alle wurden unterhalten, alle haben gelacht, alles super. Und dann zum Schluss wurde eine Zugabe gefordert. Bisher war ich der Meinung, das Geschenk dieses Freundeskreises ist der Zauberer, weil wer weiß, was die abrufen an Budget, das ist schon nicht ohne. Ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn der da einen ganzen Tag ist, dann hat er ja schlimmstenfalls zwei oder drei andere Veranstaltungen verpasst. Genau, mit Anreise aus dem Norden Deutschlands, das ja noch dazu kommt. Ja.
Und dann meinte er, wir dürfen uns einen Trick aussuchen, meine Frau und ich. Das war aber so, wir sollten aus verschiedenen Parametern, die uns genannt werden, zwei Zahlen heraussuchen. Und diese Zahlen zusammengesetzt ergeben eine zweistellige Zahl, die wiederum in einer Liste verzeichnet ist, wo die Tricks stehen. So, und wir haben uns verrechnet. Klassischer Fall der gezwungenen Wahl. Wirklich. Wir haben uns aber verrechnet. Wir wollten nicht das nehmen, was wir genommen haben. Ich glaube, wir haben damals die 24 nicht nehmen wollen, hatten sie aber am Ende. Wir wollten aber ganz andere Zahl nehmen. Da aber wir irgendwie im Zuge der Kommunikation aneinander vorbeigeredet haben, haben wir random Zahlen in den Raum geworfen, die dann zusammen, ich meine, es waren die 23 oder 24, auf jeden Fall diese besagte Zahl ergab. Und genau hinter dieser Zahl stand in der Liste der Tricks die erscheinende Uhr. Und dann dachte ich mir so, das ist ja witzig. Passt ja. Ja. Also, wir haben uns jetzt zwar verschätzt, aber der Trick klingt ja so, als wäre er für mich gemacht. Oh. Er war für mich gemacht. Folgendes passierte. Der Zauberer machte mit diversen Tüchern und weiß ich nicht was, ein bisschen Show, wahrscheinlich zur Ablenkung, aber ich lasse mich immer auf sowas ein. Ich hinterfrage es nicht, weil sonst ist der Unterhaltungsfaktor weg. Und dann kam er zum Finale dieses Tricks und aus diesem Tuch oder Papier oder was er hatte, schossen Flammen raus. Und dann hielt er diese PX in der Hand, die ich dir mitgebracht habe. Und meinte, ja, hier, willst du die mal angucken? Und ich so, ja, cool, die goldene PX, die wollte ich eh schon immer kaufen, klar. Und dann meinte er, ja, kannst du behalten, ist von deinem Freundeskreis, dem Uwos. Und hier für deine Frau übrigens auch noch. Und hat mir, beziehungsweise meiner Frau, dann die kleine in die Hand gedrückt. Und das ist ja echt ein Knaller. Ja, so kamen wir zu dieser Uhr, die ja eigentlich rein technisch eine wirklich einfache Uhr ist, aber mit der Story eine hochemotionale, mit super Erinnerungen verbundene Uhr. Und was mir im Nachhinein erzählt wurde, der Zauberer selber wusste bis zu dem Tag noch nicht, dass er diese Uhr erscheinen lassen muss. Die kamen mit der Idee spontan, kurz bevor er nachmittags aufkreuzte, da war er schon auf dem Gelände auf ihn zu und meinten, ja, kannst du das nicht irgendwie einbauen? Und ich habe ihn noch rumlaufen sehen in einem der angrenzenden Säle, der nicht an uns vermietet war, wie er da hektisch irgendwas rumgeübt und gemacht hat. Da hat er gerade diesen Trick erst erfunden und geübt, um dann abends diese Uhren erscheinen zu lassen. Das ist ja echt der Knaller. Und deine Freunde wussten, dass du mit Uhren unterwegs bist. Also mein gesamter Freundeskreis wird damit beschallt, ob sie wollen oder nicht. Die kriegen da alles mit, die gucken auch zum Teil die Videos, zum Teil kommen sie auch auf Veranstaltungen. Also ein, zwei konnte ich dezidiert auch anstecken, unter anderem auch eine Person aus diesem benannten Freundeskreis, die jetzt selber Uhren leidenschaftlich sammelt. Also der hat mittlerweile eine Formex, eine Alexander Schurokow in der Sammlung. Also man sieht meinen Einfluss etwas. Ja. Und die wussten das und die wussten auch, dass ich dieses Modell mag, weil ich das mal gegenüber meinem Bruder erwähnt habe. Und der hat das dann mit denen zusammen entsprechend eingefädelt. Darf ich mal? Gerne, gerne. Und das Coole ist, meine Frau mag hauptsächlich Uhren, die im Bicolor-Look oder im Gelb-Gold-Look sind. Jetzt sind natürlich die Uhren mit dem Echtgold entsprechend teuer. Und wir wollten immer auch eine Partneruhr haben. Und hier ließ sich beides vereinen. Eine Partneruhr und der Look. Die ist auch, also ich hätte sie vom Angucken her leichter eingeschätzt. Mhm. Die wiegt mehr, als ich ihr so vom Ansehen zugetraut hätte. Ja, also die ist wirklich eine schöne, wertige Uhr. Ich hatte sie dann auch direkt, genauso wie meine Frau, auf der Hochzeitsreise an, die wir im Anschluss gemacht haben. Das war sozusagen dann nahezu fließend der Übergang von der Feier zur Reise und da hat sie sich dann schon sozusagen in den ersten Einsätzen bewährt, ja. Sehr schön. Und wie stehst du allgemein zu Gold, Gelb-Gold? Für mich persönlich ist es noch zu auffallend. Ich bin vielleicht noch nicht alt genug, aber... Also ich persönlich bin, du kennst mich ja ein bisschen, du weißt, eher extrovertiert im Auftreten, im Geschmack der Klamotten, im Geschmack der Uhren. Dementsprechend stehe ich dem Ganzen sehr offen gegenüber. Ich habe mir noch nie eine Vollgolduhr geholt aus finanziellen Gründen, aber sie gefällt mir so sehr, dass ich mir jederzeit eine ans Handgelenk schnallen würde und auch diese PRX mit dem Look einer Vollgolduhr sehr gerne und voller Überzeugung trage. Echt klasse. Und hat... Aber ihr habt auch Ringe, ne? Es ist jetzt wir haben Ringe, ja, wir haben auch Ringe, auch im Gelb-Gold, von daher farblich sogar passend. Das ist jetzt nicht die Uhr, die wir, wo wir gesagt haben, das ist praktisch unser Symbol fürs Eheversprechen, sondern das war wirklich komplett initiiert von dem Freundeskreis. Wir wussten bis zu dem Zeitpunkt gar nichts davon. Und was witzig ist, meine Frau selber im Bereich der Konstruktion und technischen Zeichnung berufstätig, die mag gerne Automatikuhren. Aber die Uhr, die sie am häufigsten trägt, ist ihre PRX. Einfach weil der Look stimmt, weil die Geschichte dahinter stimmt
und weil es ein schönes Symbol ist. Ja, die Geschichte ist natürlich wirklich einmalig. Ne? Ja, ist also echt einmalig. Ich muss auch sagen, das war wirklich, ich habe mich über alles und jeden gefreut, der da war. Aber der größte Überraschungseffekt war eindeutig dort. Diese Kombination aus dem nicht erwarteten Zauberer mit dem nicht erwarteten Geschenk war halt mega cool, ja. Ja, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, weil als die Babs und ich geheiratet haben, hat ein Freund von mir, wie hieß das? Früher war der Zong. Kenn ich. Geh aufs Ganze. Mhm, ja. Das hat er gespielt und am Ende gab es einen Hauptpreis, da wurde eine Tonne reingerollt und da war mein Schwager drin und hat dann New York, New York gesungen. Ach, überragend. Absolut geil. Ne? Und cool. Insofern kann ich diese Überraschungsmomente extrem gut nachvollziehen. Ne? Ja, das ist einfach so dieses Unerwartete, im positiven Sinne Überraschende und dann natürlich wirklich in Kombination damit, dass ich tatsächlich, das war nicht nur dahergesagt, diese Uhr mir sonst auch selber gekauft hätte. Also das war echt, alles hat einfach gepasst in diesem Moment. Ja. Super und natürlich auch, dass dir deiner Frau dann auch so gut gefällt, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Zufall, weil die Schnittmenge von meinen Uhren und dem Geschmack meiner Frau, die ist dann doch sehr klein. Kenne ich, ja. Bei mir ist es meistens so, ich zeige eine Uhr und dann heißt es entweder zu ausgeflippt oder zu langweilig. So dieser Sweet Spot, wo alles passt, selten. Aber hier haben wir es zu 100% hingekriegt. Und ja. Die Kleine, wie groß ist die? Die Kleine hat, meine ich, 35 mm. Ja, also das sogar ist notfalls passend. Auch an einem kleinen Männerhand. Auf jeden Fall. Tragbar. Ja, ja, die machen ja jetzt auch die Serie mit sämtlichen Automatikmodellen oder zumindest vielen auch in der 35er Größe. Und das war jetzt sozusagen der Vorläufer eben in den Quarzvarianten. Sehr schön. Sehr schön. Was haben denn die anderen Gäste gesagt, als da die Uhr rauskam? Einer meiner besten Freunde an meinem Tisch konnte es irgendwie gar nicht fassen. Er war selber beteiligt, hatte es aber wieder vergessen. Er hatte selber ein anderes Geschenk, was umfassenderes und hat aber, weil er gefragt wurde von diesem besagten Freundeskreis, die kennen ihn auch, ob er mitmachen will, gesagt, ja, er beteiligt sich im kleinen Maße dann auch da noch und hatte das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, so sinngemäß, ach ja, stimmt, da war ich übrigens auch dabei. Von daher war die Überraschung auf allen Seiten da und es wurde von allen wirklich als sehr passend und positiv aufgefasst, weil halt jeder weiß, wie gesagt, ich schwalle jeden zu über meine Uhren. Meine Familie muss sich das 24/7 anhören, meine Frau sowieso und alle Freunde von mir zumindest die ersten 20 Minuten eines jeden Treffens, was passiert, was mache ich gerade. Ich habe jetzt auch erzählt, dass ich bei dir bin und mit dir die Videos drehe und von daher haben die sich alles riesig gefreut für mich natürlich und für meine Frau nicht zuletzt natürlich auch. Wobei ganz klar im Prinzip dieser Input-Uhr aus meiner Richtung kam und dann eben sinnvoll umgesetzt wurde für uns beide. Ja. Das ist natürlich eine echt super grandiose Idee. Erstmal den Tag zu was Besonderem machen mit dem Zauberer als solchem und dann mit so einem Knallerende. Ja, also es war wirklich, es bleibt in Erinnerung und wird auch immer in Erinnerung bleiben. Und von daher, ich habe zu Uhren tatsächlich oft bis nahezu fast immer keinen emotionalen Bezug. Also ich könnte mich von, eine Uhr zählt noch dazu, die hat denselben Stellenwert wie die PRX in etwa. Ansonsten könnte ich mich von allen Uhren ohne mit der Wimper zu zucken trennen. Ich hätte überhaupt keine Probleme mit. Aber die ist natürlich aus diesen emotionalen Gründen da komplett außen vor genommen. Das ist einfach ein wichtiger Bestandteil meines Uhrenlebens. Mhm. Ja. Kann ich zum Gewissen gerade gut nachvollziehen. Und was ich mit einem Abstand von mittlerweile 26 Jahren sagen kann, von der Hochzeit sind bei mir genau solche Erinnerungen hängen geblieben. Ja. Entweder Sachen, die unerwartet schiefgelaufen sind, oder aber so was vollkommen Überraschendes, auf das du auch keinen Einfluss hattest. Ja, ja. Was du Ewigkeiten geplant hast, ist dann bei mir, wie soll ich sagen, nicht selbstverständlich geworden, aber das hast du so oft durchdacht, dass es an dem Tag selber dann in Anführungsstrichen nur abgehakt wird. Ja, so war es bei uns auch. Also mir ist, da es ja jetzt noch recht nah ist, aus recht junger Vergangenheit natürlich noch recht vieles sehr präsent. Aber wie du schon sagtest, Sachen, die nicht so gelaufen sind, also wir hatten beispielsweise das gesamte Gelände besichtigt, da war es so Frühling, irgendwas zwischen
Winter und beginnender Frühling. Aber die Wiesen waren schon langsam grün. Als wir es letztes Jahr geheiratet hatten, war die Wiese halt gelb. Weil, naja, es war halt heiß, ja? Und das geplante Feuerwerk, das noch eine Überraschung meiner Familie gewesen wäre, und auch die grüne Wiese konnten wir halt abschminken, was in dem Moment überhaupt nicht schlimm war, aber was halt nicht in diesem Plan war, den man ursprünglich hatte. Und dementsprechend auch das bleibt im Gedächtnis, ja. Bei mir ist eine Sache hängen geblieben. Das weiß außerhalb der Familie keiner. Also jetzt geht's wirklich. Ich hatte vor der Hochzeit mir einen Hexenschuss eingefangen und konnte mich kaum bewegen. Nein. Und in der Kirche auf den Stühlen, ich habe mich da wirklich durchgequält. Oh, hart, ja. Und dann kamen wir raus und hatten Freunde von uns ein großes Leinentuch aufgespannt mit dem Herz, was wir ausschneiden sollten. Und dann sollte ich meine Frau da durchtragen. Das habe ich auch gemacht. Und weil das Kreuz so verspannt war, die sind durch das Herz gekommen, dann bin ich ins Taumeln geraten. Wir werden fast in die Parkhalle auch losgeknallt. Es ist alles gut gegangen. Aber das ist eine witzige Story, weil du es erzählst. Wir haben auf die Einladung zur Hochzeit, beziehungsweise das war die Save-the-Date-Karte, wo wir einfach sagen, hier, hör mal, haltet euch das Datum frei. Haben wir Fotos gemacht aus einem Shooting, das wir dafür genutzt haben, von einem professionellen Fotografen. Und ich habe immer schon Rückenprobleme gehabt, weil ich sehr schnell sehr viel gewachsen bin und habe wenig Stärkung gemacht. Das mache ich jetzt seit längerem, also seit knapp diesem Erlebnis wieder intensiver. Davor habe ich es ein bisschen schleifen gelassen. Und dann kam eben auch die Idee, ja, wie wäre es denn, wenn während des Fotoshootings deine Frau praktisch in deine Arme springt? So, du hältst sie und sie jumpt so rein. Es endete damit, dass wir in die Deko des Fotostudios gefallen sind und meine Frau eine Prellung am Bein hatte und ich Rücken. Also, ich kann da also nachvollziehen, was du meinst. Ja. Ja, aber echt eine wirklich schöne Geschichte. Und ich kann mir das wirklich super gut vorstellen. Ich bin auf vielen Hochzeiten gewesen, wo irgendwas vorgeführt wurde, wo irgendwas dargeboten wurde, aber sowas, dass das Geschenk damit überreicht wurde in diesem Rahmen, habe ich auch noch nicht gehört. Nee, war für mich auch Premiere und wirklich was ganz Besonderes, was sich im sehr positiven Sinne ins Gedächtnis gebrannt hat, ja. Sehr schön, vielen Dank, dass du das mit mir und den Zuschauern geteilt hast. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Geschichte und vor allen Dingen etwas leichter als meine letzte Geschichte. Ja, das stimmt wohl, ja. Aber es ist eine Geschichte von einer Uhr und mit einer Uhr und ja, danke sehr. Danke, dass ich da sein durfte und du mir die Gelegenheit, schwieriges Wort, gegeben hast. Schneiden wir raus. Ja, dann gehen wir jetzt zum nächsten Video. Machen wir.